Wir sind die von der Stadt Winterthur und stehen am Ende eines gröberen Projektes, größeren Projektes. Das hat uns die letzten 18 Monate relativ stark beschäftigt. Unter anderem hat auch Ronny ein bisschen gelitten darunter, aber es kommt gut. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Beginn einer Unterrichtssequenz und stehen vor 24 Sechstklässlern und möchten mit denen die Präsentationsformen besprechen. Das ist die Situation. Windows XP, Office 2003, vier Geräte im Klassenzimmer und eines davon startet nur auf nach gutem Zureden. Die anderen, die benötigen viel Zeit. Also es ist klar, Handlungsbedarf ist hier. Das war uns bewusst vor einigen Jahren und deshalb haben wir bei unserem Auftraggeber, das ist das höchste Gremium der Stadt Winterthur im Schulbereich, einen Auftrag eingeholt. So hieß er. Ich hoffe, Sie können es lesen ganz hinten. Ja, so einfach, so gut. Es wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die hat sich intensiv mit dieser Grafik auseinandergesetzt. Da möchte ich jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen. Und das Resultat war dann dieses hier. Nämlich halten wir es so einfach wie möglich. Noch einmal zurück. Das ist die aktuelle Infrastruktur der Stadt Winterthur. Und das wird die neue sein. Da hat sich einiges geändert. Schon mal die Zahl der Geräte wird größer sein. Außerdem gibt es noch mobile Geräte, also Tablets als mobile Geräte. Und das Ganze baut auf dem Lernstick auf. Die Verkabelung wird vereinfacht, das heißt, wir brauchen nur noch Kabel bis zum Access Point und bis zum Drucker und die Daten, die sind in der Cloud. Sie müssen sich vorstellen, das sind rund 300 Klassen in der Stadt Winterthur, das bedeutet 1800 Geräte im Minimum. 600 Access Points, 900 Tablets und 7500 Sticks. Damit, das sieht so aus, die Schüler arbeiten mit dem Lernstick auf diesen Notebooks. Sobald sie fertig sind mit Arbeiten, fahren Sie das Gerät runter, geben das Notebook weiter, den Lernstick behalten Sie bei sich und das nächste Kind übernimmt das Gerät, startet mit seinem Lernstick wieder auf. Und Sie sehen, wer den Lernstick entwickelt hat. Hier noch ein kleiner Werbespot für unsere Gastgeber. Der große Vorteil des Lernsticks, man kann ihn auch auf anderen Geräten aufstarten. Wir hoffen, das geht auch zu Hause. Es ist nicht immer ganz einfach, das haben wir unterdessen gemerkt. Aber die Idee ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Daten und eben auch das Betriebssystem ständig bei sich und zur Verfügung haben. In der Praxis sieht es dann vielleicht so aus, dass die Sticks von der Lehrerin, vom Lehrer verwaltet werden und eher bei den größeren Kindern
die Schüler mehr Verantwortung übernehmen für die Verwaltung des Geräts, eben in Form des Lernsticks. Damit möchte ich das Wort meinem Kollegen Peter Somm übergeben, der noch ein paar Worte zum Support und auch wieder zu diesem Keep it stupid simple fallen lassen wird. Ich übernehme gerne von Werner Heinig und damit hätten wir uns endlich auch vorgestellt. Das KISS-Prinzip war uns ein ganz wichtiges. Wir wollten das wirklich sehr, sehr einfach halten. Und da hat uns bei der Evaluation, wir hatten die schöne Situation, dass wir wirklich quasi auf der grünen Wiese neu beginnen konnten. Die Gründe haben Sie gesehen, veraltete Infrastruktur, zu wenig Infrastruktur. Dass dieses möglichst einfach halten uns getrieben hat, hat uns nicht zuletzt zum Lernstick gebracht, weil wir gesehen haben, dass sie den technischen Support ganz, ganz radikal vereinfachen konnten gegenüber der alten Plattform Windows. Wir nutzen auch noch Mac OS in Winterthur für die Sekundarstufe. Da ist der Aufwand für den Support nicht wahnsinnig viel kleiner als Windows. Und beim Lernstick denken wir, hoffen wir, dass wir da sehr, sehr einfach durchkommen, weil wir können durch die scharfe Trennung zwischen Software und Hardware einen Störfall sehr rasch eingrenzen. Das kann eigentlich jeder Benutzer, jeder Schüler, vielleicht, sicher aber hoffentlich aber jede Lehrperson. Wenn eine Maschine nicht geht, dann nimmt man diesen Lernstick, steckt sie in eine andere Maschine rein. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann liegt es am Lernstick. Wenn es auf einem anderen Computer geht, dann nimmt man einen anderen Lernstick und geht auf den ersten Computer. Und wenn der dann auch nicht funktioniert, dann liegt es wahrscheinlich an der Hardware-Plattform, sprich am Notebook. Und damit trennen wir Software und Hardware radikal und haben so eine scharfe Linie. Wenn es die Software ist, das heißt Betriebssystem bis und mit Applikationen, dann gibt es im Lernstick eine sehr, sehr einfache Version oder Variante, das zu beheben. Man kopiert einen bekannt gut funktionierenden Lernstick auf einen leeren USB-Stick oder auf den USB-Stick, der dann da vorliegt. Und wenn es die Hardware ist, dann ist es entweder ein Garantiefall oder bei uns heißt es dann ein Markfall und das ist das lokale Recycling-Unternehmen. Ja. Lernstick kann das. Mit wenig Aufwand kann jeder eigentlich das System kopieren, wieder zum Laufen bringen. Was dann weg ist, das sind natürlich all die Daten, die man auf dem Lernstick hat. Und darum setzen wir auf die Cloud. Also Daten sollen in der Cloud gespeichert werden und nur ausnahmsweise lokal auf dem Stick. Der Lernstick setzt wo immer möglich, und da komme ich dann gleich auf den Sündenfall, wo immer möglich auf Open Source Software, auf Linux Software. Und da haben wir eine ganze Menge übernommen. Zum Beispiel Audacity hatten wir immer schon, Firefox hatten wir immer schon, haben Neues dazu bekommen mit J'ai compris, eine coole Geschichte unter Lernstick, gibt es auch unter Windows, aber dort nur abgespeckt. Wir haben gewisse Dinge ersetzt, OpenJot und Pinter sind unsere Video- und Bildbearbeitungsprogramme, da hatten wir anderes. Wir haben also einen Mix von Bekanntem und Neuem und präsentieren den Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern. Gewisse Dinge, da wollten wir nicht anders. Office 2010, Sie haben es vorhin gesehen, bald auch Office 2013, was uns gewisse Vorteile, große Vorteile bringt im Zusammenspiel mit der Cloud, also mit Office 365. Wir haben aber auch die Lernwerkstatt übernommen, das ist ein Windows-Programm, und das Ganze betreiben wir unter Wine und das funktioniert wirklich fast perfekt. Mindestens gut bis sehr gut. Da, der zweite Teil des Sündenfalls für die einen oder anderen. Wir setzen konsequent auf Microsoft Office 365, weil das uns eine robuste und ehrlich gesagt auch kostengünstige Plattform bietet, mit viel Komfort, mit viel Möglichkeiten. Ja, das nutzen wir.
die Online-Office-Applikationen so weit wie möglich. Also wir haben zwar das Office 2010 auf den Maschinen installiert, aber das ist in erster Linie für weiterführende Dinge gedacht, wo immer möglich sollen die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern mit den Online-Versionen arbeiten. Dann haben wir den Stress mit, wo legt man die Daten ab, wie aktualisieren wir die Software, den haben wir nicht, das geschieht im Hintergrund. Wir nutzen Outlook mit einer eigenen Domäne und dort die Teile Mail, Kalender, Adressbuch und Aufgaben. Wir haben den OneDrive zur Verfügung gestellt, selbstverständlich, und wir bauen einen SharePoint auf als Informationsplattform, als Kollaborationsplattform. Das war und ist der Zeitplan. 2015 im Dezember haben wir begonnen mit dem Konzept. Heute stehen wir etwa hier bei der Einführung. Die nächste Woche ist quasi der erste Tag, wo bei der ersten Schule der große Rollout geschieht. Wir ziehen das über 2 Monate hin. Im Vorfeld hatten wir hier 3 Pilotschulen so in diesem Zeitraum, an denen wir das System hochgezogen, weiterentwickelt haben. Da ist viel geschehen in dieser Zeit. Und die erste Pilotschule, die startet im Sommer 2015, ja, vor bald 2 Jahren. Die hatten etwas Mühe, die mussten etwas bluten für ihre Pilotgeschichte. Aber das hat den restlichen Schulen der Stadt Winterthur sehr viel gebracht, weil wir da diverse Fehler, Schwierigkeiten technischer, vor allem aber auch logistischer Art ausmerzen konnten. Das war der Zyklus, ein typischer Projektzyklus einer in einer Submission. Hier startet man, da gibt es da den ganzen Weg. Die große Schwierigkeit war die Erarbeitung der Vorgaben für die Beschaffung der Notebooks. Man kann heute in einer Schule als öffentliches Organ nicht einfach hingehen und sagen, ich hätte gern 2000 Notebooks dieses Modells, sondern da behindert man den offenen Wettbewerb, heißt es so schön, sondern man muss das Produkt, das man haben will, möglichst genau beschreiben, aber darf nicht sagen, das und das Produkt soll es sein. Und das hat uns ein bisschen Kopfweh und Angstschweiß, Kopfweh gemacht und Angstschweiß auf die Stirn getrieben, weil nicht jedes Notebook, nicht jedes Gerät funktioniert gleich gut mit Linux. Knackpunkt ist WLAN, eindeutig. Hat geklappt, die Ausschreibung, einigermaßen gut. Dann geht das da die ganze Geschichte entlang. Schlussendlich geht es um die Prüfung der Angebote. Da haben wir 3 Modelle reingekriegt. Die großen haben mitgemacht, Lenovo, Dell und HP. Mit sehr unterschiedlich qualifizierten Angeboten. Das war schlichtweg eine kleine bis größere Katastrophe. Peinlich für die Firmen, ehrlich gesagt. Schlussendlich ist ein Modell übrig geblieben. Dem haben wir den Zuschlag gegeben. Nein, ich sage jetzt nicht wer. Das kommt ja nicht so drauf an. Einer der 3 Großen. Werner? Etwas weniger stupid simple war dann die Ausführung oder die konkrete Umsetzung dieses Projekts. Wir haben im Oktober angefangen mit Kontaktnahme bei den Schulen. Wir haben uns in jede Schule begeben, haben mit den Schulleitungen, mit den Lehrpersonen gesprochen. Wir haben in jedem Klassenzimmer die Position des Access Points festgelegt. Wir mussten die Raumhöhe ausmessen. Wir mussten die Dosennummer aufschreiben, damit die Techniker nachher das Signal auf die richtige Dose schicken, damit der Access Point auch wirklich funktioniert. Das ging dann am Schluss zu diesem 2-Monats-Plan. Das ist eigentlich die Essenz von dieser Arbeit. Wir werden jeweils an einem Tag die technische Umschaltung vornehmen und am nächsten Tag die quasi pädagogische Umsetzung, indem wir dann den Lehrpersonen
das neue System erklären. Und dazu mussten wir auch die Grenzen ausloten des Reservationssystems von Mobility, weil wir doch jedes Mal mit mehreren Personen und ziemlich viel Material in die Schulen gehen. Als wir dann die Termine festgelegt hatten, mussten wir leider feststellen, dass das nicht aufgeht, weil die Submission bis in die ersten Termine rein reicht. Das heißt, wir mussten den ersten 10 Schulen einen neuen Termin geben. Die sind jetzt dann irgendwo nach hinten gerutscht. Aber es ist doch einigermaßen aufgegangen. Eine weitere Herausforderung war das Montieren der Access Points. Das haben wir einer der sogenannten Brühlgut-Stiftung übergeben können. Das ist eine Stiftung, die mit handicapierten Leuten arbeitet. Und die haben Ende Februar begonnen, in den Schulzimmern die Access Points aufzuhängen. Das heißt, sie mussten in jedem Schulzimmer mit 2 Löchern die Grundplatte des Access Points befestigen und die Kabel entsprechend verlegen. Und das ging selbstverständlich nicht ohne Störung des Unterrichts. Wir konnten das auf einem minimen Level halten und wir waren sehr dankbar, dass wir im November in den Schulen sehr viel Goodwill geschaffen haben, indem wir persönlich vorbeigegangen sind. Wir haben sie gefragt, wann geht es euch sicher nicht, wann seid ihr froh, wenn wir nicht kommen, und haben aber von Anfang an gesagt, dass wir das nicht garantieren können, aber bis jetzt ist es ziemlich reibungslos vonstatten gegangen. Und die Brühlgut-Stiftung, die hat uns sogar von jedem Access Point ein Bild gemacht mit der Information zum Schulzimmer, wo dieser Access Point ist. Und wir sehen die Nummer des Access Points. Also wir haben jetzt die Information, wo welcher Access Point steht bzw. hängt. Die 7500 Lernsticks zu bespielen, das ist eine große Sache. Die haben Platz in diesen beiden Boxen. Die 7500 Sticks sind nicht ganz alle da drin, weil ein großer Teil bereits bespielt ist. Wir mussten an 10 Stationen arbeiten. Jeweils 4 Sticks können gleichzeitig bespielt werden. Die 4 Sticks, die gehen in eine kleine Box. Nach einer gewissen Zeit werden die getestet. Wenn sie gut sind, werden sie mit einem Bändel versehen. Das ist übrigens Tom. Das ist der Mann, der unsere Sticks bespielt. Er versieht jeden Stick mit einem roten oder grauen Bändel. Rot bedeutet Schülerin, Schüler, grau bedeutet Lehrperson. Die Sticks landen in einer Schachtel. An der Schachtel steht, welche Klasse diese Sticks kriegt. Und zuletzt stehen sie auf einem Schrank und warten darauf, dass wir sie dann am Tag X in die Schule bringen und den Lehrpersonen verteilen. Also logistisch ziemlich anspruchsvoll die ganze Sache. So haben wir das erlebt mit unserem Aufwand, mit den Ressourcen, die wir einsetzen mussten. Also, Entschuldigung, das war der falsche Knopf am Anfang. Das geht so hin im Projekt und dann plötzlich, puff, da brauchen wir mehr, da brauchen wir, da brauchen wir mehr. Und ich habe das einfach so rausgesucht, das sind nicht unsere Zahlen, aber so hat sich das angefühlt, oder? Also, 7500 Lernsticks bespielen ist keine einfache Sache. Wirklich nicht, oder? Wenn man da in der Planung einen kleinen Fehler macht und dann nach dem 5328. merkt, ups, da geht was nichts, dann heißt es wirklich zurück auf Feld 1, oder? Und das, wir sind ziemlich gut durchgekommen. Also wir hatten kaum wirklich Fehler, die wir uns selber ankreiden mussten. Eine Kommunikationspanne gab es mal, ein Teil der Access Points musste umgehängt werden.
weil sie irgendwie falsch rausgingen und so. Aber so weit, so gut. 1800 Geräte müssen in 30 bis 40 Schulhäuser gebracht werden. Also Sie sehen, wir lebten die letzten Monate von Tabellen. Und das waren meistens Microsoft Excel-Tabellen. Die haben wir nicht auf dem Lernstick gemacht. Und das heißt, das sind etwa 180 Transportboxen, die dann mit einem Lastwagen an rund 4-5 Arbeitstagen in die Schulen gebracht werden. Dort werden sie zum Teil noch getestet, also die Notebooks, und die werden dann in so Rakkuboxen reingesteckt mit Netzleiste, um die jeweils aufzuladen, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Und das ist logistisch ziemlich anspruchsvoll. Wir haben ein paar Sachen gelernt, oder? Das ist das eine. Es hat vielleicht eine gewisse Korrelation zur Grafik von vorhin. Wir haben klein angefangen. Wir sind nicht wahnsinnig groß geworden, aber es hat uns aufgeblasen. Es hat uns wirklich aufgeblasen. Das ist ein großes Projekt gewesen, und wir sind alle froh eigentlich, wenn wir irgendwo im Herbst dann durch sind damit. Ich mache das gern wieder mal. Wir würden es nicht besser machen das zweite Mal und nur klein wenig besser. Es hat relativ, ich wiederhole mich, relativ viel gut funktioniert. Aber gut wird Herbst. Das ist auch eine Lektion, die wir gelernt haben. Testen, 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 testen. Also die Hardware muss vorhin auf Herz und Nieren geprüft werden. Funktioniert das Gerät mit diesem WLAN-Modul, mit unserem WLAN-System? Die Access, da hatten wir das größte Problem. Die Access Points, die Verbindung zu den Access Points, die war unstabil, die hat immer wieder abgerissen. Wir haben auch begonnen mit der Idee, wir brauchen etwa pro zwei Zimmer einen Access Point und montieren die quasi so in die Zwischen, auf die Trennwand und so. Fehler, falsch. Pro Zimmer einen Access Point und sonst gibt es einfach nur Schwierigkeiten. Das lohnt sich auch fast nicht, da Geld zu sparen, weil die Stunden, die man dann rumrennt und die Nerven, die man dann verliert dabei, die lassen einem einfach nur alt werden und alt aussehen. Also testen, testen, testen. Wie sieht das mit den Druckern aus? Funktioniert das? Welche Möglichkeiten stellen die Drucker zur Verfügung, die sie zur Verfügung stellen sollten? Also man muss, darf, kann behaupten, die Linux-Treiber für die gängigen Drucker, die können nicht ganz das, was für die großen, in Anführungszeichen, bekannten Betriebssysteme hergeben. Oder? Also so doppelseitiges Drucken oder mehrere Seiten auf einem Blatt, funktioniert nicht immer, oder? Wir hatten den Drucker vorgegeben, wir hätten einen anderen Drucker gewählt, aber der war schon da und der musste weiter genutzt werden. Und dann, das Letzte, ich habe es wiederholt, ist auf die letzte Folie, WLAN ist tricky. Wenn Sie da reingehen, Lernstick oder Linux, dann schauen Sie sich die WLAN-Geschichte wirklich gut an vorhin. Oder nehmen Sie das Kabel. Und wenn Sie mobile Geräte nutzen wollen, dann macht WLAN sehr viel Sinn, viel, viel mehr als Kabel. Und dann schauen Sie, welches WLAN-Modul ist verbaut in dem Gerät. Nehmen Sie das vielleicht in die Spezifikation rein. Schauen Sie, mit welchen WLAN-Access-Points Sie arbeiten, und testen Sie das, bevor Sie die Geräte auf der einen und oder auf der anderen Seite bestellen. Das war unser wirklich größtes Problem. So, wir haben jetzt viel über Logistik gesprochen, oder? Und über diesen Prozessablauf. Und so. Fazit ist dieses: Meine größte Sorge am Anfang des Projekts war, wie kommt das bei den Leuten an, sprich bei den Lehrpersonen. Das ist ein Paradigmawechsel. Es ist quasi, bei uns ist es quasi eine alte Dampflokomotive, die kaum mehr den Berg raufkommt, wird ersetzt durch ein anderes eisenbahnähnliches Gefährt, das einen unbekannten Namen trägt. Und ich habe große Bedenken gehabt, dass das bei den Leuten gut ankommt. Wir hatten drei Pilotschulen, und ich
darf heute sagen, außer bei einer Schule, die vor allem mit dem WLAN-Problem hatte, ist das bei allen Lehrpersonen relativ problemlos über die Bühne gegangen. Ich war bei einer Einführung bei einer Pilotschule dabei und da hat eine Lehrkraft gestänkert. So richtig schnödig. Was war schlussendlich das Problem? Sie hat einen Laptop vor sich mit Trackpad und ist mit diesem Trackpad nicht klargekommen. Da habe ich eine Maus angehängt und dann war plötzlich die Umgebung super. Ich wünsche noch eine schöne Pause.